Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 Singleplayer Kampagne. Und wir legen hier mal los, machen weiter. Was haben wir hier? Ziel ist, nehmen Sie Raúl Menéndez gefangen. Die Primärwaffe ist die Scorpion. Die habe ich im Multiplayer schon auf Gold, wie alle Hast du es geschafft? MPs. Bin drin. Verdammt gut, Kleine. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Celerium-Wurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Menéndez Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC? Das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong, Menéndez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni. Das ist morgen. 19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menéndez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menéndez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben 2 Stunden. Interne Comlink hergestellt. Verstanden habe. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert, wenn die Kugeln fliegen... Niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Es ist ein... Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin ihm einen Schritt voraus. Ja, dann gehen wir mal Menéndez hinterher, würde ich sagen. Ganze Soldaten hier. Dass es immer nur so langsam laufen kann, ey. Da die dramatische Mucke im Hintergrund. Komm, Farid, es ist Zeit. Okay. Mann, ey, fängt ja wieder gut an, ne? Schön gepennt. Geil. Die erste Aufnahme nach, weiß was ich, 3 Monaten. Und der erste Tod. Harper, Menéndez ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fielen. Ey, wer gibt denn... Menéndez weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es wüsste, dann wärst du schon tot. Gut, dann haben wir die hier mal weg. Ich will nicht zulassen, dass er untertaucht.
Ach fuck, das war ein Kollege. Interaktion. Die jemenitischen Truppen werden einen Schutz um die Stadt errichten. Lenkton, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Greif nur im absoluten Notfall an. Ja, nice. Er zieht ein Schwert, krass. Ich sag lieber nichts. Ja, das läuft echt gut, ey. Lenkton, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Greif nur im absoluten Notfall an. Was ist denn was mit denen los? Ey, ich mag Scorpion nicht, ne? Ich hatte auch schon mit der im Multiplayer Problem. Die wiederum ist nice, die Secondary hier. Die B23, die geht richtig ab. Okay, wo müssen wir jetzt denn hin? Da noch 50 Meter, kein Problem. Wir laufen einfach mal ein bisschen vorbei hier an die Gegner. Kommt, da war einer. Oh, okay. Komm, mach auf. Was, warum komm ich denn da nicht rein? Ja, natürlich, muss außenrum, war. Boah, ist das eine Scheiße, Mann. Okay. Bleib stark, mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe. Okay. Ja. Komm, auf jeden Fall kommen wir da durch. Du sagtest, Melendez wäre auf dem Weg zur Zitadelle. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Das Bestro führt zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin, wir treffen uns, wenn unsere Vitals im Einsatzgebiet sind. Ach du Scheiße, gleich bin ich down. Ich muss hier weg, ich muss weg. What the fuck? Die AGR. Da killt mich die AGR. Ich hätte die Waffe ändern sollen. Was habe ich denn eigentlich hier? Ah, okay, Granaten. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und wieder Angriff. Boah, das sind da extrem viele. Was soll ich denn da machen? Okay. Jetzt versuche ich nochmal durchzukommen. Meine Güte, aber ey, man kriegt doch wirklich von jeder Seite eine mit. So. Komm, ich nehme mal hier die M8. Die M8 A1 auf. Ah, die ist mit Feuermodus, oder? Habe ich da was drin gelesen? Nice. Ich finde die M8 A1 ist mit Feuermodus recht nice. Scheiße. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Der AGR geht mir da doch ziemlich auf den Sack. Okay, er ist weg. Ach, Scheiße. Ich wollte immer auf meine eigenen Kollegen drauf. Farid! Amerikanisches Blut an deinen Händen. Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Farid. Farid, bist du noch da? Wir sind getroffen. Wir gehen runter. Er bemisst sich in Erfolg. Verdammt! Oh, Scheiße! Nicht hier! Hierher! No!
Lass mich los! Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer war es? Du verschwendest deine Zeit, verdammter Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß! Ja! Komm schon, mehr hast du nicht drauf! Ha? Farid! Töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Und du, du rückgratlose Stück Scheiße! Andere die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Farid! Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt, Farid! Tu es, Mann! Komm schon! Kann er vergessen, Alter. Dann verreck lieber Farid. Du hast uns verraten, Farid. Und wofür? Hä? Dein Leben bedeutet deinen Herren rein gar nichts! Papa? Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht. Kraken, Linebacker 2, Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein Hand übertragen. Alter, geht es jetzt aber zur Sache. Ich muss gleich nochmal mein Headset leiser stellen. Doch ziemlich laut. So, sorry Leute. Aber wie gesagt, ich muss das Headset kurz leiser stellen. War wirklich ziemlich laut. Und jetzt ist es zu leise. Okay, jetzt ist gut. Ja, ich wollte nicht, dass Harper verreckt. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama. Salazar auf Primärsat. Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf ihre Anzeige gesehen. Drohnen auf neues Ziel angestellt. Drohnen-Zielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Ad-Hoc-Systeme aktiviert. Aufteilen! Los, nach oben! Die Straße ist eine Todeszone! Boah, weg, Alter. Fuck. Ja, ich wollte das Harper verreckt, das ist... Da wollte ich lieber versuchen, Menendez abzuknallen, obwohl das war klar. Es war klar, dass da Menendez irgendwie kontert. Die Straße ist eine Todeszone! Mein Gott, Alter, jetzt reicht's mir, aber ey, man kann ja nichts machen da. Hey, komm. Ich lasse jetzt mal Salazar vorlaufen, mal gucken, wo der hinläuft. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Und nochmal. Zack, den wieder weg. Aufteilen, los, nach oben! Aufteilen, das ist sicher. Wo läuft der denn hin jetzt? Zack. Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts, ich übernehme links! So, gut, dann versuchen wir erstmal hier ein bisschen ranzuschleichen. Und Rückzug. Was haben wir hier für eine Waffe? Na, an. Aber warum haben die denn alle MMS? Ich komme mit MMS nicht klar, ey. Die an ist übrigens auch eine sehr geile Waffe. Kraken, wir glauben, dass mein Ende zur Zitadelle will. Alle verfügbaren Einheiten zu dieser Position. Blockadeposition zum Abfangen einnehmen. Meiner Meinung nach ist die an ein bisschen an die AK, an die AK 47 angehaucht. AK 47? Nee. Doch, oder? Ach, keine Ahnung. Ist schon, was ich meine, ne? Hoffe ich. Feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Oh, ich muss hier weg. So, erstmal in Sicherheit. Dann schießt man und eine Granate. Zack. Och du Kacke, ach du Kacke. Okay, die Mission ist tricky, also.